Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Park Studio. Heute bin ich nicht alleine, sondern der Bluefire ist auch da. Ja, hallo, ich freue mich schon so richtig hier auf das neue Spiel auf unserem Kanal, wovon wir auch eigentlich gar nichts wussten, dass du was machst. Ja, ich habe ja gesagt, Überraschung und da ist es. Ja, geil, tatsächlich. Also, ich bin sehr begeistert. Ich habe ja das Video gesehen und dachte mir, oh, das sieht auf jeden Fall mal richtig, richtig gut aus. Ja, heute bauen wir die Station, auch hier auch mal schön gezeigt, das Skalieren. Habe ich ja, mich skalieren, hier auch mal gemacht. Skalieren heißt, oh. Ja, genau das. Aha. Man kann die Wände vergrößern, wie man möchte. Ja. Und, ja, genau. Ich habe da jetzt auch mal getestet wegen Gruppen erstellen, also von Gruppenobjekten. Das funktioniert auch ganz gut einigermaßen. Nur, ja, wenn du halt einzeln was haben willst, musst du es dann wieder rausnehmen. Aha. Da könntest du vielleicht noch mal ein bisschen was abändern, aber ansonsten läuft alles sehr gut. Ja. Das Kopieren ist wie bei Planet Coaster, Steuerung D. Aha. Ja. Wie gesagt, ich habe im ersten Part ja schon gesagt, dass man die Station von Null auf wirklich aufbauen kann und das werden wir heute tun. Ach so, okay, die Stationen sind also komplett roh und... Die sind komplett roh, ja genau. Ja, das ist ja mal cool, ne? Das ist ja wie bei Rollercoaster Tycoon ja auch gewesen, dass du ja nur quasi den Start der Bahn hattest und den Rest selber bauen musstest. Richtig. Ja, cool. Aber was mir ganz besonders gefällt, ist die Skalierung, dass man die Teile, also man kann das tatsächlich mit jedem Teil machen, ja? Man kann das mit jedem Teil machen, ja. Ja, Wahnsinn. Das ist ja krass. Also, und das Spiel ist jetzt noch in der Alpha, richtig? Das ist in der Alpha, das ist noch in der sehr frühen Anfangsphase, ja. Okay, sehr interessant. Und wie man auch gerade gesehen hat, man kann das Grid ausstellen, dann kann man noch präziser skalieren. Also da kann man wirklich auf minimalste Größe halt präzise runterskalieren. Ja, Wahnsinn. Also ich bin total begeistert. Ich denke mal, das wird den Rick auch sehr gut gefallen. Ja, eigentlich schon. Dass er hier die Teile schon allein durchs Skalieren, dass er das machen kann. Ja, das war ja immer so sein größtes Problem. Und ja. Ich meine, wir kennen das ja von Bella Italia auch, dass wir die Teile gerne auch etwas kleiner haben könnten. Das wäre das ist mit diesem richtig, Spiel ja. hier... wäre das ja eigentlich ganz schön. Alles gar kein Problem. Also wir können ja wirklich Stühle skalieren, wir können Pflanzen skalieren, wir können die Steine skalieren, wir können hier die Wände skalieren, die Holzflöcke kann man skalieren, also eigentlich alles, was irgendwie Objekt ist. Okay, cool. Cool. Und ja, die Achterbahn hast du ja schon im ersten Teil gebaut. Richtig. Gibt es da irgendwie so ein manuelles Smoothing-Tool oder so? Oder, leider noch nicht. Du musst die Winkel tatsächlich alle separat. Also ist Feintuning manuell? Feintuning ist manuell, genau, ja. Okay. Aber ich glaube schon, dass da irgendwas kommen wird. Dann ja, ich meine, wir sind ja hier jetzt in der Alpha, ne? Ja. Ah ja, cool. Ah ja, dann hast du mich auf jeden Fall schon mal dazu begeistert, mir das Spiel auch zu holen. Und dann werde ich mich auch mal da rein begeistern. Also mir gefällt das schon. Vor allem gefällt mir die Grafik auch extrem gut. Der ist halt Unreal Engine, ne? Unreal Engine ist schon schön. Ja, ja. Das ist schon echt top. Und das Spiel gibt es momentan auf Steam für 15 Euro, hast du gesagt? Das ist richtig. Ja, das ist ein Schnapper. Ein Schnapper. Ja gut, ich sag mal so, das ist ja noch im Moment in der Alpha. Also wenn, dann jetzt holen. Weil ja, irgendwann mal fertig also ist, dann geht also der Preis wenn, hoch. Wenn, ne? Wenn die so weitermachen sollten, also ich finde es ja jetzt schon sehr gut, ja. Wenn das Spiel wirklich draußen ist, das ist bestimmt so ein 30, 40 Euro Titel mindestens. Ja, das kommt bestimmt irgendwann dann mal dahin, ja. Und das Spiel gibt es jetzt seit wann, weißt du das? Also seit gut 2 Wochen jetzt. Ah ja. Es ist auf Steam. Ich bin der Meinung, es ist erst seit einer Woche draußen. Ah, okay, ja, sehr interessant. Ja. Okay, cool. Ja, ich bin begeistert. Guck mal hier, so ruckzuck hast du ein Haus gebaut, ne? Ja, und jetzt mache ich auch noch Absperrung.
Ja. Denn wir bauen gerade eine Station nicht so wie klar gibt es noch keine Besucher. Ja. Ich bin mal gespannt, wie sie es machen, weil es gibt ja an sich so keine Warteschlange im Moment. Und du kannst ja in diese Besucherkamera gehen und kannst da ja wirklich hochlaufen und dann in die Bahn rein. Oh, sich einfach cool. Reinsetzen. Ja. Okay. Das ist ja cool. Ja. Also kann man auch mit der Bahn so mitfahren wie bei Planet Coaster? Genau, man kann mit der Bahn mitfahren wie bei Planet Coaster, genau. Okay, ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Hat man ja am Anfang gesehen, dass wir da einmal mitgefahren sind. Ah ja, stimmt. Schon verdrängt vor lauter. Schon verdrängt. Vor lauter Faszinierung da hier. Das, ja, cool. Und erst einmal bin ich ja total perplex, dass du uns gar nichts gesagt hast und dann hier das Ding hier raushaust, ja? Ja. Erstens, vielen Dank fürs Nicht-Bescheid-Sagen. Ja, gerne. sehr, sehr coole Idee, sehr coole Aktion auch. Und wie gesagt, man kann hier wirklich custom, wie man sieht. Ich baue jetzt sogar schon die Türen. Hier liest du diese Eingangstüren. Ach so, die sind manuell, ja? Die sind manuell, du kannst halt, wie gesagt, rumlaufen und du kannst sie selber öffnen. Okay. Nachhinein habe ich dann auch herausgefunden, dass ich das ein bisschen zu eng gebaut habe. Deswegen kann man nicht durchlaufen, man muss drüber springen, aber gut. Ja, aber hier der Waggon, der sieht ja schon klasse aus, ey. Das sieht ja sowas von gut aus. Oh ja. Also allgemein die Grafik von den Achterbahnen schon wirklich sehr geil. Ich bin ja gespannt auf die Fahrgeschäfte. Ich bin ja auch, ich wünsche mir ja so viele Fahrgeschäfte, die ich auch in Planet Coaster nicht haben. Ja, ja, ja. Ja, ich meine, man hat schon ein paar viele, ne, auf Planet Coaster, aber ja. Ich meine, es gibt so viele Fahrgeschäfte und so verschiedene Arten, auch wenn es das ein und dasselbe ist, aber es sind ja trotzdem dann nochmal andere Arten und Weisen und so, aber ja, bin mal gespannt, was hier das Spiel noch raushaut. Ja. Richtig gut. Ja, hier habe ich jetzt ein bisschen rumgetestet. Natürlich gibt es auch kleinere Wände, die hätten da wunderbar besser reingepasst. Und so ist es jetzt hochkant und ne, ein bisschen verschieden groß. Ja, ja, ja gut. Und verschieden gedreht, aber gut, das ist jetzt einfach jetzt, nur so. Das war einfach Test, das war eine Testphase. Ich habe einfach mal. Alles gut, ja, klar, du musst das Spiel ja auch erstmal kennenlernen. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt: Bei Planet Coaster haben wir natürlich immer dieses Backen. Wenn wir mehrere Teile aufeinander stecken. Das ist richtig. Ist das hier auch der Fall? Also manchmal ja, manchmal nein. Also mir ist es schon passiert tatsächlich. Okay, okay. Ja. Also ist es das gibt hier tatsächlich genauso. Das Backen, ja. Ja. Ja, okay. Okay, okay. Ja, und erzähl mal ein bisschen mehr noch. Was haben wir denn noch so für Funktionen hier? Funktion, Terraforming, ganz normal. Ja. Texturen zum Einfärben vom Rasen, also ne, so Dreck und sowas oder Erde. Ja, ja. Wir haben ein wunderschönes Wetter, was man einstellen kann. Oh, cool. Ja, es gibt Gewitter, Regen, habe ich eigentlich schon im ersten Teil gesagt. Schnee gibt's und die Effekte sind sehr schön. Der Schnee bleibt auch liegen und je länger es schneit, desto mehr Schnee liegt auch. Also das ist sehr interessant, ja. Das ist sehr cool, ja. Ja, Wahnsinn. Cool. Ja, ich freue mich schon. Ich werde es mir runterladen und installieren und dann werde ich mir das ganze Ding auch mal anschauen. Mach mal dann mehrere Parts davon. Jeder macht eins oder was? Nee, du hast damit angefangen. Du kannst das auch gerne zu Ende führen. Ich werde mich schon mal reinüben und falls wir dann doch tatsächlich die Vollversion haben, und wir nebenbei nach Planet Coaster auch dort einen Park bauen, dann ja, bin ich bereit. Weil es wird sehr interessant, weil es wird auch einen Workshop geben. Ja, ich bin, ich habe, ja, hat es ja schon in der ersten Folge gesagt, gell? Ja, genau. Ja. Ich bin sehr gespannt, ja. Ich bin jetzt schon gehypt. Also die Grafik ist schon allein, sieht sehr realistisch aus, muss ich sagen. Also das sieht verdammt gut aus. Ja.
Aber das. Ja. Entschuldigung, aber. Ja. Bekanntlich erzähl sagt man ja, das Auge ist mit. Oh ja, also hübsch ist es. Hübsch ja. ist es. Es ist halt ja. Unreal. Ne? Unreal ist eine sehr schöne Engine, ja. Ja, ja, ja. Ich bin gespannt, was noch kommt und was du vorhast. Ich bin sehr gespannt. Genau, beim dritten Part werden wir thematisieren. Ja, cool. Ich freue mich. Ich mich auch. Also, dann bis dahin. Mach's gut. Und tschüss. Willkommen Ciao. Auf Seven Sands mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahn, Träume und Gaming Feuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Hoch hinauf in Pläne, Coasters, Magie. Drum abonniert und seid dabei für mehr von